Willkommen, Sie, Monsieur, zurück bei Le Kochkurs von The Borderlands. Nein, Schmarrn, wir sind hier in Dishonored. Heute am schönen Samstag. Und wir müssen das Boot kentern, das Boot kapern. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich immer noch nicht. Bist du neben mir? Nein, bist du nicht. Ja, ich glaube, der sieht mich nicht. Wow! Ne, sieht mich nicht, gut. Nein, was haben wir denn da für schöne Sachen? Ach, wir haben hier die Zeit verlangsamen. Können wir jetzt mal ein bisschen rennen? Nein, der findet mich nicht. Wer sagt denn sowas? Ah, kann man bestimmt hochklettern. Yeah! Wow, warum? Wo ist jetzt Samuel? Ist fort? Warum ist er fort? Wachen zu mir, ja, als Maul. Er ist jenseits des Tores. Warum denn? In der Zeitlupen-Action, so schön kann man wieder normal machen. War auch nicht schwer, die Flucht eigentlich. Also sie wäre schöner gewesen, wenn wir nicht so ein Trampel und so ein Bauer wären. Aber wir sollten jetzt zurück. Ja. Erstmal habe ich den von dem Lord seinen Kumpel umgebracht irgendwie. Und dann habe ich irgendwie aus Versehen noch irgendwie jeden umgebracht, den es auf der Party gab. Leichen oder bewusstlose Personen 9. Alarme 4 ausgelöst. Zivilisten habe ich schon sogar 17 ausgelöst. Der Chaosfaktor war hoch. Wenn man den schön niedrig hält, dann kann es sein, dass man ein... Brüllmücke, sorry. Ich kann nicht mehr rülpsen. Ja, jetzt ja. Dass man einen niedrigen Chaosfaktor hat und das heißt, man, ja, wo bin ich jetzt? Jetzt ist aber irgendwie dann ein Fehler im Spiel. Schön. Ja, genau. Ja, der rudert da hinten schön und ich bin noch da hinten, jetzt hier bei dem Anfangsbildschirm. Dann kann man das gute Ende erreichen. Und also wenn ich jetzt hier durchspüre, dann wird es auf jeden Fall das schlechte Ende. Ja, schön, dass er mich hier im Wasser zurücklässt. Sehr nett für ihn, das sind Piranhas. Die töten mich. Ja, weil Piranhas mich töten. Ja, genau. So, jetzt mal die guten Nachrichten überbringen, hey. Weil ich soll dem Typen mir irgendwie den Brief bringen, habe ich am letzten Mal gesagt. Na, jetzt ist der da oben erst. Nein. Wo ist mein Kumpel, der Erfinder? Nein, sie nicht. Ich versteck mich doch nicht, hey. Also, da hat einer gesagt, ich versteck mich. Das gibt's doch nicht. Ja? Es wird aber auf jeden Fall auch normale, schönere Kugeln geben. Es gibt gerade Haftgranaten. Und dann wird's auf jeden Fall auch, ja, mal ein paar Dinge kaufen. Wir haben hier sau viel. Ah ja, komm, hau die 30 voll. Scheiß drauf. Ja, weil es gibt ja schon normale Kugeln, dann wird es auf jeden Fall auch unnormale Kugeln geben müssen. Ja, habe ich mich da ein bisschen ausgedruckt und kaufen gerade Schwerterhöhung noch nicht. Aber wenn ich mal das Spiel gescheit spielen würde und Zeit hätte, dann würde ich es wirklich sehr schön spielen. Aber das habe ich halt gerade nicht. Deswegen schaut es auch ein bisschen kroatisch aus. Ich meine, chaotisch, so heißt es wohl. Hey, Kumpel! Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Ja. Doch Boy war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Na, ich habe kein Mitleid mit keinem, nee. Entschuldigen Sie, dass meine Notiz zu Blutvergießen führte. Ich wollte die Dinge anders regeln, aber... Ja, ich habe den gesehen. Kurz. Ja. Hier, das ist für Ihre Mühe. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Ach, wunderschön, dass Martin und Havelock, der biertrinkende Biermensch, noch eine Aufgabe für mich haben. Natürlich eine Aufgabe am Arsch. So, mal kurz darüber rennen. Triff dich mit Admiral, trink mich tot. Töte Lady Boyle. Hätte ich echt gern mehr und schöner gemacht und so wie ein Assassine, aber wenn er halt diese Kackwaffen nicht wegmachen kann, mein Gott. Trifft dich mit Admiral gemacht. So, ich stack hier mal auf den Tisch. So, dann kack mal drauf. Fahre mit Samuel zum Dovel Tower. Okay.
Wird gemacht, Chef. Und ich glaube sogar fast, nachdem ich jetzt mit Aufnehmen fertig bin, morgen ist ja vorbei, dann, ja, dann wird's schon Zeit, neu anzufangen, weil ich kann so nicht weitermachen, hallo. Mir fehlen in jedem Level mindestens 2000 Gold, wo ich normalerweise locker einsammeln würde, weil ich Masken, ich meine, weil ich Saves finde, weil ich alle Knochenartefakte suchen finde und ich hab halt, das ist halt langweilig, wenn man jetzt irgendwie da durchläuft und so einen Scheiß macht, das interessiert halt keinen. Ja, wollen wir ja nicht sein, das ist eben wurscht. Ding und so, dass man halt ein gutes Spiel, das kann man meistens, wenn man aufnimmt, nicht machen. Es ist eher dafür da, dass man was Schönes sieht. Ja. Und das Spiel erinnert mich sehr an Bioshock, würde ich sagen. Ah, jetzt müssen wir einen Lord Reganten töten. Und ich glaube, das schafft man morgen auch noch. Vielleicht, wenn ich so weitermache, schaffe ich es noch heute in den letzten 3 Minuten oder so. Ich mache das mit Wecker, damit ich, weil normalerweise, wenn ich hier so ein Spiel, das auch ein Spiel, könnte ich stundenlang durchzocken. Elefant, Vorsicht. Ohne irgendwas irgendwie zu merken. Aber geht halt nicht. Wir sollen ja, wir wollen ja nicht in der Woche 6 Stunden Dishonored haben hier auf DSS. Würde keiner anschauen. So, wir müssen hier den Lord Reganten töten. Und die Sendezentrale auch noch finden. Ja, das haben wir heute alles vor. Hey, Wahnsinn, oder? Ey, durchs Wasser. Oh, am Arsch. So, wo geht's weiter? Ah ja, gut. Ja, die Wege sind, ja, die kann man nachvollziehen, ist nicht schwer, wenn man sie sieht. Auch nicht schlimm hier, die kleine Quetsche kann man auch leicht überwinden. Da müssen wir, da können wir durch, Wahnsinn. Müssen wir aber nicht, wir müssen weiter gen Osten. Ah, Ratten, super, hey, Ratten, yeah. Ja, jetzt weglaufen, ihr kleinen Scheißviecher, ne? Hätte mal gar nicht. Ha, dachte ich mir doch. Jetzt sind wir da, jetzt können wir nach da hinten wandern und reisen und auf den Boden scheißen. Und, ah, eine Leiche. Sehr schön hier. Flups. Nein, ich will dich wegschmeißen. Yeah. Yeah. Mach ich sehr schön. Ich schmeiß auch gern. Was mich ein bisschen komisch macht, ich werde bald dazu einen Sketch machen. Was? Wie will ich denn da hochkommen, bitte? Gar nicht, oder was? Es wird so sein, dass es bald einen Sketch gibt. Ach, da oben muss ich hin. Ja, scheiße. Zu Dishonored. Nein, 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 nein. Er ist da oben. Auf dem Dach. Will sie da nicht schlecht? Er ist ja nicht während er über das Geländer schaut. Was? Wer ist da? Das ist auch ganz einfach. Ich habe auch gerade schön vergessen, was ich gesagt habe. Aber ist ja nicht so wild, hey. Ja, sieht ja eh keiner. Nee. Ich muss jetzt wissen, wo das Ding ist, damit ich das ausschalten kann. Walöltank. Nein, ich hex doch lieber. So, Blitzpfeiler deaktiviert. Wenn jetzt ein Gegner reinkommt, ist er auf jeden Fall tot. Der Blitzpfeiler erkennt, ob ich böse oder nicht bin. Aber ich glaube, ich hätte es mir hier sparen können, weil hier nicht so viele Gegner rumwandern werden hier am ersten Stock. Aber egal, egal. Ja. Was auch so geil sein wird, es gibt bald Far Cry 3. Da kann man auch entscheiden im Dishonored, da ob man jetzt böse rummeuchelt und böse rumschlitzt. Oder ob man doch im guten alten Ballerstil bleibt. Und das finde ich super, das gab's. Ach, schmeißen doch einfach darüber, hä? Schmeißen doch weg da. Das gab's auch, finde ich, viel zu selten jetzt in Ego-Shootern, dass man einfach die Möglichkeit hat, man kann schleichen. Ah, ja, schön.
Das gab's jetzt eigentlich in keinem, dass man jetzt so wie in Dishonored ja, handeln und agieren kann. Und das finde ich schön. Und ob wir noch morgen wen töten, das seht ihr dann heute. Nein, morgen. Bis gleich. Tschüss.